Seid ihr grüßt, Freunde. Neues YouTube-Video, lange nicht mehr von mir gehört. Ja, diesmal ist Annika Bors zu Gast in Berlin. Ich bin ja jetzt ein Berliner. Lange nicht mehr von mir gehört. Annika hat einen tollen Podcast und da geht es so viel um vegane Ernährung. Du kannst dich auch gerne mal vorstellen. Wir machen ja gleichzeitig einen Podcast und für euch auch ein YouTube-Video. Ne? Und ja, erzähl mal ein bisschen was. Du kannst dich ja kurz mal vorstellen, wenn du magst, oder? Ja, klar, gerne. Ja, ich bin Annika, ich bin Ernährungscoach für mehr Energie und Lebensfreude. Und ich habe den Podcast Avocado Radio. Genau, und da nehmen wir jetzt auch gerade das Interview auch gleichzeitig mit auf. Ja, genau. Coole Sache, freut mich. Also, Ich komme ursprünglich auch aus Berlin. So. ja, die alten veganen Berliner hier, Richtig. sozusagen. Die alten Hasen, nein. Ja, Annika, Ja. um was soll es denn so gehen bei deinem Ja, Podcast jetzt so? Robert. Was hast du? Erzähl mal was. Genau, also vielleicht kannst du dich noch mal ganz Ja, kurz den moin. Hörern irgendwie noch mal vorstellen, was so bisher so überhaupt generell so dein Weg war, warum du so zu veganer Ja, Ernährung auch gekommen bist, das wäre mal vielleicht ganz auf interessant. jeden Fall. Das ist auch sehr interessant. Also Ja. mein Körper ist quasi irgendwie so ein kleiner Wunderklumpen. Also ich habe schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Also wie gesagt, Robert Lüchel, ich bin jetzt so 31 Jahre alt und bin so groß, also aufgewachsen im Rand Berlin, ja, und wohne jetzt in Berlin, sage ich. Und ich bin seit 2010, war das 2010? Ja, seit 2010 im Sommer. Also ernähre ich mich vegan, ja. Und ich sag mal, man ernährt sich lieber pflanzlich, weil zu dem wirklich richtigen Leben, da gehört ja so viel und man müsste da so gesehen auf so viel verzichten, deswegen rede ich lieber bewusst, ja. Und da kann man auch mit besser umgehen, ja. Weil dann dürft ihr auch kein Auto mehr fahren oder dürft ihr mal keine Heizung mehr anmachen und bla bla, ne? Wichtig ist ja, dass man ja einfach viel dazu beisteuert, mit dem, was man auch konsumiert und so, ne, finde ich. Und ja, also mein Weg war im Grunde schon immer so ein bisschen, naja, schwierig, sag ich mal. Also ich hatte mein Start ins Leben von meiner Geburt an, der war schon mal ein bisschen schwierig. Also ich war so eine Zanggeburt, ja. Also irgendwie ist die Nabelschnur ist hier gerissen, habe Fruchtwasser geschluckt, ja. Da besteht immer die Gefahr, dass man geistig behindert wird später, sagen die. Also ich habe sowieso ein Ding hier am Laufen, also im positiven Sinne. Und dann, ja, bin ich quasi, das passiert ja vielen Menschen, ja. Ich bin Gott sei Dank noch glimpflich davon gekommen, gerade so. Und wurde halt mit der Zange rausgezogen. Dadurch haben sich auch hier meine ganze rechte Schulter, war die ersten 2 Lebensjahre wirklich auch gelähmt. Mein Zwerchfell war komplett gelähmt durch die Verletzung. Wurde dann gleich in den Inkubator gesteckt und da war ich auch sehr, sehr krank und habe auch wieder keine Muttermilch und all so ein Kram. Also der Start ins Leben ist aber auch sehr wichtig. Und ich denke, dass ich fasse das so kurz wie möglich. Und wenn ich mich verquatsche, kannst du mich ruhig sagen, hier, Robert, jetzt stopp. Alles gut. Genau, und dann, sag mal, der erste Lebensjahr, der war auch schon heftig. Ich war auch dann auch Weihnachten im Krankenhaus sogar noch. Ein Jahr später und da halt auch eine Lungenentzündung und eine Herzmuskelentzündung als Säugling quasi hat. Und ich denke, dass schon diese ersten Lebensjahre, gerade wenn man nach 9 Monaten im Mutterbauch war, wo ja auch alles extrem sicher ist, extrem basisch, ja, dann ist man getrennt und hat gleich so ein emotionales Erlebnis. Warum das auch immer so war, keine Ahnung, ist halt so gewesen. Ne? Und letztendlich hat aber das alles dazu geführt, dass ich immer krank im Leben war. Aber trotzdem war auch 9 Jahre im Fußballverein sogar. Aber ab meinem 17. Lebensjahr, da war das dann so, dass ich wirklich irgendwie so komischen Ausschlag bekommen habe. Und dann hat das Knie mal wehgetan und bla. Dann hatte ich 2003 halt nach der Schule, als ich meine Lehre anfangen wollte, das erste Mal so Rheumaschübe gehabt, ganz schlimm. Ja, Und krass. dann war ich auch beim Arzt, die haben dann auch nichts gefunden, weil ich mal weg war. Dann habe ich auch meine Lehre so, wie gesagt, ich fasse so kurz wie möglich, angefangen. Und 2006 Ja. kam der richtige Durchbruch. Da haben wir dann auch in der Rheumaklinik Buch, da war ich dann auch Krass. festgestellt, also ich Adulter Morbus Still, immer alles chronisch unheilbar und sie dürfen nie was machen. Und ich habe dann irgendwie, naja, ich war da 20 Jahre alt, ich habe davon nicht so richtig gehalten. Ich habe dann einfach angefangen, weil ich gerade 10 Wochen krankgeschrieben war, Kraftsport zu machen. Weil ich da auf dem Bau war, ich war halt im Heiz- und Sanitärbereich, das ist auch eine sehr harte körperliche Arbeit. Und dann habe ich halt Kraftsport gemacht, um mich fit zu kriegen.
Und das hat mir dann so gut getan, dass ich auch gemerkt habe, dass da richtig was entsteht. Also das Sport, wenn man das intelligent auch einsetzt auch und sich da auch ernährt. Ich habe mich dann schon ein bisschen weniger Fleisch und so gegessen und das hat schon bei mir irgendwie erreicht, dass ich mir auch besser geht. Aber ich habe immer wieder Rückfälle erlebt, habe 2007 einen großen quasi einen Untergang erlebt, Rückschlag erlebt, habe dann zu viel Cortison genommen, dass ich mich selber quasi vergiftet habe, selber, nicht mit Arzt oder so, weil ich halt arbeiten wollte, alles sowas und die Vergiftung war halb so schlimm wie die Entgiftung, das war noch schlimmer, dann sind noch mehr Hautprobleme, Darm kaputt gegangen, Allergien, dann konnte ich gar nicht mehr arbeiten ein Jahr lang, ne? Und da bin ich noch mehr in die Richtung wieder Ernährung gekommen, Und das habe ich im Grunde bis 2010 gehabt. Konnte aber immer wieder arbeiten, bin immer wieder auch gesund geworden, musste dann keine Medikamente nehmen. Aber das ist jetzt so kurz zusammengefasst, da waren dann von 2007 bis 2014, ihr seht schon drei Nahtoderfahrungen mit bei, die ganz schlimm waren, weil ich immer nie rausgefunden habe, außer jetzt so, wo sind eigentlich meine Grenzen? Also jeder Körper hat eigentlich Grenzen. Deswegen ist für mich auch so eine Krankheit gar nicht so unheilbar, weil ich habe das geschafft, wirklich, weil ich war zwischenzeitlich auch im Rollstuhl und so und konnte mir nicht mal die Zähne putzen, weil die Entzündungswerte im Rheuma so schlimm waren, dass gar nicht mehr ging. Und auch Cortison dann gar nicht mehr angeschlagen hat. Das hätte nur noch Morphium, das wollte ich nicht nehmen. Und so eine Phase, aber also ich hatte von den Gelenkproblemen, übelst die Hautprobleme, auch dieses Jahr. Warum auch immer, hat auf jeden Fall nicht immer mit Ernährung was zu tun. Deswegen bin ich auch spirituell ziemlich verhaftet, also ziemlich verheiratet geworden, weil ich halt einfach auch mein Leben irgendwo gerettet hat, die Dinge einfach mal anders zu sehen. Und das ist eigentlich für mich auch im Moment oder das Normalste von der Welt, wenn man sich spirituellen Dingen auch mehr widmet, weil man auch andere Zusammenhänge, auch im Überlebensenergie, wenn man sich damit beschäftigt, dann kriegt man auch mal mit, dass es ist nun mal nicht alles mit Ernährung heilbar. Also ich habe auch so tolle Heilungserfahrungen gemacht mit Meditation oder Yoga oder so. Also ganz tolle, dass da Energien, Selbstheilungskräfte vom Körper entstehen, die hier oben im Geiste anfangen, wo man auf einmal positiver denkt, was natürlich einen übelsten Einfluss hat. Oder wenn man sich mehr der Natur widmet. Das ist ganz, ganz wichtig, da immer die Mitte in allen Bereichen zu finden. Also ich sag mal, Körper, Geist und Seele muss immer einen Einklang haben, und das ist nicht so einfach, das umzusetzen. Und und dann war seit 2010 bin ich halt vegan, ernährlich vegan und war dann 5 Jahre im Seminarzentrum Neue Erde im Harz und da habe ich dann auch vegan kochen, backen gelernt und all so ein Kram, Kam das denn mit der veganen Ernährung, kam das denn wegen deiner Krankheit, dass du gesagt hast, du willst in diese Richtung dich ernähren oder wie kam das? Ja, das Leben hat so, also das hat immer, je mehr ich mich mit dem Ganzen beschäftigt habe, je besser ging es mir. Also ich habe dann immer mehr eingesehen, auch wenn ich das immer nicht wollte, auch von meinem Ego, sag ich mal, dass wenn ich mich so ernährt habe, war ich auch immer gesund. Wenn ich das andere wieder gemacht habe, war ich krank. Mein Körper hat mir das so gespiegelt, was meine Lebensrichtung ist. Und deswegen sage ich immer Körper, Geist und Seele. Also ich kann jetzt zum Beispiel positiv denken, mich gut ernähren und dann arbeite ich aber in der Massentierhaltung als Schlosser oder so. Könnte ich ja machen. Aber ich denke mal, dass meine, sage ich jetzt mal, Seele da, die würde mir einen Strich durchrechnen machen. Also, oder das Leben würde dann so funktionieren, da fühle ich mich nicht wohl. Da werde ich automatisch krank, weil da einfach eine unglaublich schlechte Atmosphäre ist und ich würde da was unterstützen, was mir gar nicht gut tut und anderen auch nicht. Und das mal einfach. Ich versuche mal Beispiele zu erklären. Und dann bin ich halt ans Seminarzentrum Neue Erde mal gekommen. Da hatte ich erstmal so, um das kurz zu fassen, so ein paar Seminare besucht als Seminarteilnehmer. Und dann habe ich mich ging über anderthalb Jahre, bis ich da hingezogen bin, da habe ich mich mit den Leuten da so gut verstanden, habe dann auch mal einfach Probe gewohnt. Und das ging einfach, also das war einfach so, als ob ich da schon mal gewohnt hatte auf einmal. Das war wirklich, da kann man doch nicht so einfach mal hinziehen. Da habe ich gemerkt, Mensch, das ist irgendwie doch mein Weg. Und dann bin ich halt 2010 auch hingezogen, War aber, das hört sich jetzt alles total einfach an, da waren Prozesse dazwischen mit ganz viele Ängste überwinden und die Heimat einfach verlassen, alle Freunde aufgeben. Ich wusste nie, ob ich meine Familie jemals wiedersehe, weil das war jetzt nicht wie ein Ashram oder so, aber das war jetzt auch so dort eingerichtet, dass man
wirklich für andere Menschen da ist und dass man wirklich für sich selber sorgt, um für andere da zu sein. Und dass man da nicht jeden Tag wie in so einem, weiß ich nicht, Coworking Space oder einer rein und raus redet, wie er will oder so. Das ist nicht so in so einem Seminarzentrum, okay. Das ist da ganz anders. Du lebst in einer Gruppe, in einer Art WG, ja, wo jeder das Beste macht, was er kann. Also ich war da Hausmeister, Gärtner und Koch. Letztendlich habe ich da in der Küche die größte Erfüllung gefunden, wo ich nie hin wollte. Also sobald mir auch früher als Kind meine Mutter mir irgendwas sagen wollte, zeigen wollte, hier mit Kochen, das war für mich die Hölle. Das war nur der Gedanke schon, oh, das war, und deswegen sage ich immer, letztendlich ist irgendwo auch da, kann die Erfüllung sein, wo man sich gegen einen total sträubt. Ne? Und so war mein Weg in sehr, sehr, sehr kurzer Fassung. Ich habe dazu ein anderes YouTube-Video, was über 2 Stunden geht, wo ich alles mal zusammenfasse und so, wie ich zu der vegane Ernährung gekommen, weil wir reden ja hier mehr über Ernährung als über Ernährung. Ja, darum geht es ja auch, ne? Klar. Genau, ja. Ja. Ja, wofür würde ich jetzt dazu sagen, genau? Krasser und Weg auf jeden Fall. Was ich nur kurz sagen will, du kannst ja sehen, ob du das haben willst oder nicht, aber dieses Jahr habe ich komischerweise einen komischen, ich will nicht mal sagen Rückschlag, aber also ich habe Manja kennengelernt, im Grunde. Also, wie so eine Seelenverwandte, und mal kurz so was. Und das war so halt, ich bin krank geworden und habe mich da Haut gekriegt und keiner wusste wieso. Ich habe mich vegan ernährt, nur Bio, habe ganz viel Rohkost gemacht, immer grüne Smoothies, tollen Sport, habe manchmal 3 Stunden am Tag meditiert und bin mit ganz wenig Schlaf rausgekommen, hab ganz tolle Dinge erlebt, aber irgendwie. Das kam auf überall eine Zeit ran, die so viel Emotionen immer hochkam. Und ich habe auch körperlich auch ganz viel ausgelöst. Ich habe mal 10 Tage gefastet, habe mich auch gut informiert vorher mit Leuten zusammen. Ich habe das nicht alles alleine gemacht. Ich kenne genug, habe genug Kontakte, die mir dann immer dabei auch von der Psyche helfen. Genau. Und Hab eine wundervolle Leberreinigung gemacht über Florian Sauer. Ach geil. Hab eine richtig geile Kolonhydrotherapie gemacht, die alles rausgespült hat. Ja. Und ich wurde immer kränker, bis ich dann halt ich bin jetzt erst seit 3 Wochen aus dem Krankenhaus raus. Ja. Bis ich dann 2 Wochen ins Krankenhaus musste, wo ich mich auch, ich war 10 Jahre nicht beim Arzt, ich musste das gar nicht. Ja, das und ich wurde dann mit einem Rollstuhl in der Notaufnahme, dann wurde ich an Tropf gehangen und muss halt starke Medikamente, dass ich die Schmerzen überhaupt überlebe, weil meine ganze Haut, also ich bin immer noch ein bisschen vernarrt, aber die Narben gehen irgendwie komischerweise jetzt wieder zurück. Der Körper ist für mich alleine schon, wenn man das nur betrachtet, das größte im ganzen Universum. Also ich finde, der macht alles von alleine. Man muss halt ein bisschen ein paar Sachen beachten, aber sonst, der macht alles von alleine, ja. Wir forschen eigentlich viel zu sehr da rein, ja. Ne? Und deswegen würde ich auch sagen, Schulmedizin, klar, es wird viel Schindler betrieben, aber nur, dass ihr wisst, ich finde, also ohne die Schulmedizin, das stand extrem auf der Kippe und wie noch nie auf der Kippe. Krass. Obwohl ich schon 3 NATO-Erfahrungen hatte, stand das noch nie auf der Kippe, so wie jetzt. Das war unglaublich schlimm, also die Hautschmerzen so zu haben, ja, das war ganz krass. Und wie gesagt, wurde dann tagelang am Tropfen notbehandelt und war auch kurz davor, richtig ins Koma hochzufallen vor Schmerzen und das deswegen, und ohne Schulmedizin, ich hätte das nicht geschafft. Also ich habe da auch keinen Cortison bekommen, habe Gott sei Dank die Erfahrung in Berlin Buch gemacht, in der Hautklinik, dass wir da richtig Hand in Hand zusammenarbeiten. Die haben auch meine Heilpraktikerin angerufen, die Ärzte haben richtig meine Krankenakte, meine alte durchforstet, weil wenn du meine Krankenakte siehst, die ist so dick, ja. Und wie gesagt, jetzt ist es so, ich habe jetzt schon 4-mal Kraftsport wieder gemacht, ich habe sogar Volleyball gespielt, ich war beim Color Run schon mit dabei, ich bin erst 3 Wochen aus dem Krankenhaus, also ich nehme keine Medikamente mehr. Und jetzt ist irgendwie die Zeit vorbei, also und die Zeit hat auch ganz viel mit mir gemacht, die hat auch ganz viele Ängste durchgespült und die hat ganz, ganz viele Emotionen gelöst und ich habe mich auch mit dem Thema Haut und Ernährung ganz, ganz doll beschäftigt. Ja. Man kann ganz viel heilen mit Rohkost, ja, der Körper braucht viele Ballaststoffe, Chlorophyll, ja. Antioxidantien, die Zellen auch verjüngen. Klar, das Mindset muss auch ganz, ganz doll stimmen, dass man wirklich auch positiv denkt, ja. Aber das habe ich alles gemacht. Ja. Letztendlich spielt das für mich auch, also ich hatte dann im Spirituellen auch mit der Seele den Grund gefunden, aber das hatte nichts gebracht. Mit meiner Mentorin, wo wir da viele Dinge auch aufgelöst haben. Wer sich, wie gesagt, man sagt immer so, bei der Haut hört der Spaß echt auf. Also das ist Haut und Gelenke,
Wahnsinn. Ja, man sagt auch so über die Haut, denn Entgiftung über die Haut dauert so 4 Jahre. Echt, ja? Ja. So, Wahnsinn. Ja, und das ist echt krass, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Ja. 4 Jahre, das ist was in der Zeit halt auch alles passiert sein kann. Ja. Vielleicht ist es wirklich was, ja, was du so lange halt mit dir rumgeschleppt hast und was jetzt, ja, erst so ans Tageslicht kommt, ne? Ja, also ich merke jetzt auch, ich habe viel weniger Angst vor allem. Ich nehme das Leben viel bewusster wahr seitdem und bin also wirklich also unheimlich dankbar. Also ja, so dankbar. Ja. Ich sauge jeden Moment auf. Wahnsinn, du musst dir vorstellen, vor 4 Wochen, da war ich noch im Krankenhaus und konnte kaum die Zähne putzen. Ja, jetzt mache ich schon so viele Dinge. Also deswegen, also ich bin aber auch, ich merke aber schon, ich habe eine gute Genetik von meinem Vater geerbt. Mhm. Von meinem Vaters Familie, die auch immer sehr sportlich und so waren, sonst könnte ich diese ganzen Dinge irgendwie gar nicht wahrscheinlich überleben. Also, weil ich war nicht immer gesegnet mit positiven Gedanken oder so, so wie jetzt. Nicht immer. Was hattest du da? Ja, also ich hatte unheimlich viel Depressionen, immer ganz viel Ängste. Ja. Ich wurde auch immer ganz schlimm in der Bahn zusammengeschlagen als 14-Jähriger von 3 Ausländern. Ganz, ganz schlimm. Krass, und das hat, und 2 Jahre später hatte ich Rheuma auch gekriegt gehabt. Das hat auch dazu beigetragen. Also ganz viele Ängste im Dunkeln. Ich konnte bis zum ersten Mal kein Problem, da in der Öffentlichkeit mitzugehen. Bis zu meinem 25. Lebensjahr konnte ich nicht im Dunkeln schlafen. So eine Angst im Dunkeln. Sobald die Lichter ausgingen, da ging mir eigentlich schon gezittert oder Angst vor Schlangen oder sowas oder so eine Phobie. Ganz heftige Dinge. Das Krasse war, ich habe es immer wieder geschafft. Ich habe es sogar geschafft, ihr habt wieder jetzt auch Fußball zu spielen und so. Ja. Da muss man ja schon sehr fit sein wieder, ja. Oder 100 Kilo Bank drücken oder so. Wer kann das schon? Also das habe ich alles wieder geschafft in kurzer Zeit. Und da bin ich schon echt dankbar. Und es geht jetzt auch so weiter. Also ich werde jetzt meinen Weg weitergehen. So, mein Herz sinkt ganz, ganz, ganz stark mich damit beschäftigen. Meditiere auch immer darauf hin, ob das von mir viel auch immer übereinstimmt, was ich jetzt machen will, ja, oder wie sich im Außen Lebenssituationen ergeben, kann man auch drauf achten, ja, aber ich werde weiter auf jeden Fall mit Kochen machen, aber ich werde auch im großen Teil auch über viele Dinge einfach über das Leben reden, ja, das ist auch für viele Menschen ganz wichtig, dass sie einfach Informationen kriegen, ja, oder weil ich habe das auch gehabt, wenn ich YouTube jetzt nicht gehabt hätte, ich habe so viele YouTube-Videos geguckt mit Hautgeschichten, wo Leute das, die hatten das 20, 30 Jahre, die hatten so eine Kruste auf der Haut und auf einmal kam der Tag X und es ist abgefallen, wie Haut, wie sagt man, von Schuppen von Augen gefallen und die waren gesund und keiner konnte das erklären oder als ich im Krankenhaus war. Deswegen will ich auch sagen, ey Leute, klar, ihr Ernährung ist das eine, aber das Spiel noch, man weiß nicht, was für eine. Letztendlich haben die im Krankenhaus gesagt, ich habe mir irgendwo mal einen Pilz eingefangen und ein Herpesvirus gehabt, ganz stark. Mhm. Und den kann man sich überall einfangen. Und seitdem achte ich auch noch mehr auf Hygiene. Also ich wasche mir lieber mal 3-mal am Tag mehr die Hände. Mache jetzt aber keine monkische Aktion. Jeder kennt ja den Film Monk. Der ist ja extrem Monk. Das mache ich jetzt nicht, aber wenn man darüber nachdenkt, man fährt jetzt mit der Bahn, mit dem Bus, man fährt überall irgendeine Türklinke beim Einkaufen, wenn man darüber nachdenkt, wer hat da vorher angefasst? Ja, auch Geld und so den ganzen Geschichten. Ne? Das Geld ist ja ein großer Krankheitsüberträger. Ja. Also, da, man muss halt gucken, ne? Ja. Und ich sag mal, im Harz habe ich auch eine Sache gelernt, je höher sein Energielevel ist, desto, oder je, ja, desto fitter und gesünder man ist auch. Einfach, wenn eine hohe Lebensenergie und viel Spaß und Freude hat, dann desto höher ist auch der Schutz. Also desto höher kann man auch vieles abnehmen, desto stärker ist das Immunsystem, ja. Ja, das war jetzt meine ganz kurze Vorstellung, wenn ich sehr lang, vielleicht zu lang war. Alles gut. Ja, wie läuft dieses in dem Harz, dieses Seminarzentrum, was du erzählt hast, wie läuft es denn da ab? Also die Teilnehmer, die da hinkommen, also die können sich dafür mehrere Tage einbuchen oder wie? Also ist im Grunde so, du kannst im Internet da gucken, da finden ganz normale Seminare statt. Da findet eine gewisse Katharsis statt, das heißt Katharsis ist so aus dem Griechischen, das heißt so seelische und geistige Reinigung. Ja, das wurde ganz, ganz früher von den Yogis schon gemacht. Ja. Da werden Emotionen künstlich erzeugt in einem Raum. Das finden sie meistens so 25 Seminarteilnehmer sind da. Da werden, das ist ganz, ganz interessant, was man über Emotionen an Heilung erfahren kann. Ja. Da gehst du zurück in deine Kindheit, ja, da werden dir die Augen verbunden, da machst du schamanische. Schamanische Traumata. Du löst so viel auf durch Schreien, Tanzen, Singen. Also du löst deinen ganzen Hass, deine Aggression kommt da hoch und die schreist du raus. Das ist aber nur eine Sache. Dort wird immer sich biologisch vegan ernährt in den Seminarpausen. Dort finden auch andere Seminare wie Yoga statt. Dort findet
jedes Jahr mehrmals eine Urlaubswoche statt. Die machen sie jetzt, seitdem ich ausgezogen bin, machen sie die auch einmal oder zweimal mehr in Österreich. Je höher die Nachfrage ist, desto mehr machen sie auch. Dort finden Kochkurse, Backkurse statt. Dort kann man unheimlich tolle Dinge machen. Okay. Alleine schon das Grundstück, das war, glaube ich, fast 4000 Quadratmeter. Mhm. Ein wundervoller Garten, das ist ja im Harz, das ist ja mit vier Bergen umgeben, keine Durchgangsstraße, das beste Wasser. Da ist eine Luft, das war früher ein Luftkurort und das ist der Hammer da. Also das ist richtig, wenn man und richtig günstig auch, ja. Also das und du lernst ganz viel, weil da leben Menschen, die ganz viel schlimme Dinge erlebt haben oder ganz viel Lebenserfahrung haben. Und die sind ganz herzlich, ja. Geil. Also ich kann nur empfehlen, wenn einer den kurzen Weg möchte, über Körper, Geist und Seele und wirklich zu sich finden möchte und trotzdem ein großes Spektrum an Ernährung erfahren möchte oder egal was, fahr da echt hin. Also echt, das ist der Hammer. Cool. Das lohnt sich echt und da ist egal, ob du ein Kind bist oder ein Älterer bist. Klar, es wird zum Beispiel sehr wert darauf, wenn ich klar mit dir fragen, was hast du jetzt für Krankheit? Also Leute, die jetzt zum Beispiel Herzprobleme haben oder einen Herzinfarkt, die sollten jetzt nicht die Katharsis unbedingt machen, weil da wirklich Emotionen, das geht ja auch. Da wird dann gesagt, okay, natürlich unterschreibt man da auch, sagen hier, wenn da irgendwas passiert, auf eigene Verantwortung, das ist aber woanders auch so, ja. Das wäre so die grobe Kurzfassung. Davon habe ich mit Sicherheit schon die Hälfte vergessen, was da alles gemacht wird. Krass, aber es ist mega interessant, also ich habe sowas noch gar nicht gehört, also dass sowas halt auch möglich ist. Das gibt es seit 13 Jahren das Zentrum, ja. Krass. Also gerade so mit diesen Emotionen hört sich mega interessant an. Also klar, also ich habe schon von anderen Heilmethoden gehört. Es gibt ja auch so Reiki zum Beispiel, da wird ja auch viel mit Emotionen und Blockaden gearbeitet. Heutzutage gibt es ja für alle schon Wörter, die ich dachte halt immer, wenn ich daran gedacht habe, an das Wort, dachte ich immer so ein Sport, aber nein, das ist auch was mit Energie. Ja, ja. Das kann man auch heilen, das habe ich auch mal gemacht, das war mega interessant, was man da so im Körper gespürt hat, so, ne, was da so in Gang gesetzt wird. Aber das ist, ja, klar, also das ist auch nochmal was ganz anderes, cool. Ja, geil. Ja, was gibt es denn noch so für, oder was gibt es denn für Tipps, was du den Leuten so ernährungstechnisch irgendwie so geben kannst? Oh ja, ne, eine ganze Menge. Also es kommt, auf jeden Fall würde ich immer sagen, wenn jemand eine Ernährungsumstellung machen will oder generell sich damit beschäftigen will, sich auch immer die Frage stellen, warum will ich das und was. Also wenn man sich ganz ehrlich immer, egal was man macht im Leben, ob Ernährung oder andere, warum mache ich das? Oder was hat das jetzt wirklich für einen Sinn für mich? Was es mir bringt, wird man erst sehen, wenn man die Praxis auch macht, ja. Und meistens bringt es sehr viel Gutes mit sich. Und wenn es jetzt um vegane Ernährung geht, da geht es ja in deinem Podcast am meisten, ne? Oder? Ja, also nicht hauptsächlich um vegan, generell ums Thema Ernährung halt. Ja. Also bei mir geht es ich kann ja nur über vegane Ernährung reden, weil das ja mein Nonplusultra auch ist, wenn es um Ernährung geht, dass man immer auf jeden Fall die Mitte findet. Also ich finde, aber auch die Mitte würde ich sagen, manche Menschen, die finden irgendwie raus, für sie ist Rohkost ihr Weg. Genau. Wenn die Rohkost machen, ich habe da schon Stories gehört, ja, von ganz dick und unbeweglich und todkrank, ja. Und ein Jahr später laufen die Marathon. Halt alles schon hier gehört. Ja. Und es gibt so alles nachzulesen im Internet. Das ist alles. Ja, das ist total spannend. Alles. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel, die hätten jetzt keine Rohkost gemacht, ja, die hätten jetzt auch ein bisschen Nudeln, Reis, Kartoffeln, schön fett mit Tofu und schöner Soja-Cuisine angemacht. Und nicht so deftig, ich liebe das deftige Essen. So habe ich das auch kochen gelernt, immer, ich liebe das einfach, ja. Ja, cool. Die deftige Hausmannskost, die deutsche, die liebe ich einfach total, ja. Aber gut gemacht und, also zum Beispiel Rohkost ist für mich nicht der Weg, ja. Also ich habe immer wieder probiert, deswegen muss man immer selber rausfinden und dann finde ich aber für alle wichtig, dass man auch immer sich basisch ernährt, weil man kann sich auch im veganen Bereich total ungesund ernähren, weil ganz viele Fertigprodukte gibt es, ganz viele Sachen, die nicht bio sind, die sind so genmanipuliert mit so starken Pestiziden. Wie heißt das, heute habe ich auch einen Videokurs gesehen von den Leuten von Vegan ist ungesund, die Glyphosat, ja, haben dann so das Video gemacht, das ist ja schon 40% von Lebensmitteln sind schon enthalten, ja. Deswegen, ich ernähre mich und ich würde mal sagen, wenn man sich wirklich auch bewusster ernähren will, sollte man auch eigentlich auf Bio achten. Also, weil da unterstützt du erstmal ganz viele Dinge, ja, für einen selber, für die Erde, für die Tiere und im Vegan. Also du kannst nirgendwo gleichzeitig so viel unterstützen mit Vegan und Bio, ja.
ey, das ist wirklich richtig gut. Also global gesehen auch, ja, und für einen selber so. Ja. Und da muss man dann sehen, ja, geht mehr in Richtung Rohkost, geht mehr in Richtung ja, Low Carb, aber so, ich würde immer sagen, auf jeden Fall, egal welche Richtung man geht, macht auf jeden Fall viele Chlorophylls, grüne Smoothies, gerade jetzt im Sommer mit Wildkräutern, ja. Ich habe jetzt Gott sei Dank wieder angefangen mit Wildkräutern, weil ich konnte ja eine ganze Weile, habe ich alles nicht vertragen, weil die so eine Art emotionale und körperliche Entgiftung so stark war. Wo machst du die, wo holst du dir hier die Wildkräuter? Hier in Berlin nicht, also ich fahre einmal die Woche nach Herzfelde, wo ich groß geworden bin und da hole ich, bei meinen Eltern haben wir einen Garten und da hole ich alles selber. Und wichtig ist immer auch bei Wildkräutern, dass man wirklich so viele verschiedene wie möglich nimmt, aber von jedem so ein bisschen. Im Harz haben wir hier zum Beispiel, das war ganz witzig, da kamen immer die Hirsche an. Man könnte jetzt denken, oh geil, ich will mal einen Hirsch sehen, ist auch alles toll. Das ist so ein Wahnsinnserlebnis, wenn der vor dir steht, der stand doch im Winter permanent. Ein Meter vor mir, als ich den Müll rausgebracht habe, steht da ein. Weil das ist ihr Revier. Die haben da schon von Generationen, die haben die immer erlebt. Die haben da Zöllen gehabt. Die Hirsche, die haben da so einige Weih gehabt. Ja. Ich sag, Wahnsinn. Krass. Und die sind auch ganz dickköpfig. Und die machen dir auch den ganzen Garten kaputt. Also wir haben da die schönsten Blumen angepflanzt, alles. Und die haben jedes Jahr einen Schaden von 1000 Euro uns weggefressen. Und den Garten kaputt gewühlt. Mhm. Ja. Und, aber wie die sich ernähren. Die machen von jedem ein bisschen, ein Stück Löwenzahn, ein Stück Vogelmiere, ein Stück Brennnessel, ein Stück Gänseblümchen, die Blüten, oder Gänsedistel, so Wildkräuter halt, Wahnsinn, also, und das haben wir auch, das einfach so, von jedem so ein bisschen, und das einfach dann schön lecker gemacht und das muss immer schmecken, das, wenn man am Anfang von Ernährungsumstellungsrate vegan ist, muss auf jeden Fall schmecken, ja, und wenn man dann ein paar Ersatzprodukte ist, dann isst man die erstmal. Aber das ist immer noch besser, als wenn man wirklich jetzt den ganzen Tag irgendwie so Fleisch isst. Also zum Beispiel, da würde ich allgemein, wenn es in meine Ernährung geht, auf jeden Fall immer Basis sich ernähren. Beste, ne? Viele Antioxidantien, Chlorophyll, also Antioxidantien findet man im Superfood, die besten und die günstigsten Superfoods sind ja Wildkräuter und die kriegt man auch umsonst, ja, in der Saison jetzt gesehen. Ja. Und im Winter auch zum Beispiel deutsche Superfoods, so wie Leinsamen ist deutsche Superfood, wenn man jetzt Hirse und auch wieder auch. Hab ich denn nicht angemacht? Oh, sorry, Annika. Ich muss erst mal in allen wieder reinkommen. Alles gut, ganz entspannt. Mein erstes Video nach 8 Monaten eben. Naja, aber geht ja immer darum, auch immer, also es geht immer auch immer darum, dass man preisgünstig einigermaßen klarkommt. Also Leinsamen ist sehr gut, Hirse ist sehr günstig. Ja, und mega gut, ja. Oh, ich liebe Hirse. Also auch wenn es jetzt für die Männer, wenn sie irgendwie denken, die werden irgendwie impotent, weil sie jetzt sich vegan ernähren oder die werden irgendwie Muskulatur verlieren, ja, weil sie sich vegan ernähren, dann machen sie auch ein bisschen was falsch. Klar ist es so, mit der Umstellung, also ich hatte auch erstmal viel abgenommen. Ja. Ich habe auch Erfahrungen mit Rohkost denn gemacht, als ich ein paar Jahre dann schon mich vegan ernähre. Der Körper, der passt sich immer an, egal was du für eine Umstellung. Der nimmt erstmal ab. Man muss ja auch sich vorstellen, dass diese ganzen tierischen Produkte einen ja total aufschwemmen. Ja? Die schwemmen einen dermaßen und die lagern viel Wasser ein. Ja, und Schleim, Schlacken. Das ist echt krass, ja. Genau. Und deswegen hatte ich damals auch die Kolon-Hydrotherapie gemacht, weil das alles ist raus. Und es lagert sich ja alles im Dickdarm ab, dieser ganze Schleim und Schlacken. Und das Lustige ist, weil da finde ich die Schulmedizin wieder echt richtig blöd. Die sagen, das ist alles gelogen, das stimmt nicht, der Körper hat keine Schlacken, der hat keine Schleime. Das ist total Irrsinn, ja. Und man merkt es ja auch selber. Ja, ich merke es schon manchmal, was ungesund in Anführungszeichen esse und merke ich halt sofort, wie bei mir so diese Schleimbildung im Hals halt einsetzt. Ne? Das ist halt total krass. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schokolade abends esse und das sonst nicht mache, dann habe ich frühs so ein Schleim hier, und obwohl auch das vegane Bio ist, also selbst da... Aber es ist halt so verarbeitet, ne? Also das ist halt schon echt krass, wie man das halt merkt. Genau, und wie gesagt, verteidigt man gesagt, basisch, Antioxidantien. Ja. Was empfiehlst du so für Superfood sonst noch so oder generell Nahrungsmittel? Ja, Nahrungsergänzung? Ja, genau. Also B12 würde ich schon immer nehmen. Also das, und ich würde generell heutzutage, Nahrungsergänzung ist überhaupt nicht schlimm mit. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, mit Thema Ernährung, kommt man auch, wie es bei Dick vorhin schon meinte, mit Thema Unterstützung global gesehen auf die Erde. Die ganzen Böden, die heutzutage sind, durch die ganze Industrialisierung, durch die ganzen Pestizide, Glyphosat, und da ist ja nicht nur Glyphosat, da ist ja so viel Zeug, das da gespritzt wird, das macht ja die Böden kaputt. Ja, und wenn die Böden kaputt sind,
sind die Dinge, die wir zu uns nehmen an Obst und Gemüse, ja immer schlechter. Also da können Nahrungsergänzungen gar nicht schlimm sein oder schlecht. Das können einen nur unterstützen. Und B12 würde ich auf jeden Fall immer empfehlen. Und Spirulina oder Chlorella, also alles, was in Algenform ist, hat auch gleichzeitig Chlorophyll. Wenn man hier in Deutschland ist und im Winter keine Chance hat mit Wildkräutern, ne? Man könnte sie sich vielleicht auch einfrieren, habe ich noch nicht probiert, aber komme gerade auf die Idee. Vielleicht mache ich es mal. Aber frisch ist immer am besten. Ja. So. Und dann hat man halt im Winter sowas halt, ne, als Beispiel so. Welche gibt es in Berlin auf dem Boxhagener, kennt ihr den Boxhagener Platz? Ja. Und da ist nämlich einmal in der Woche auf dem Samstag der Wochenmarkt und da gibt es auch im Winter Wildkräuter zu kaufen. Also. Ja, wo kriegen sie die nur her? Das ist direkt ein Bauer. Geil, also, das ist echt das Gute. Und auch alles Bio und so, das ist also, total spannend. Habt ihr also, ja, Boxhagener Platz. Nee, echt, das ist gut. Ja, immer, immer sagen sie was. Ja, gerne. Ja, also wir wollen ja hier kein bisschen Quatsch für einen Roman machen, aber man muss es ja so grob wie möglich und so bestmöglich zusammenfassen mit, mit den ganzen Dingen. Und das ist im Moment, was mir auf jeden Fall einfällt. Also, ich kann über die Dinge, die wir anschneiden, kann man ja, das sind ja alles nochmal Themen für sich. Was heißt basisch, was heißt Antioxidant, was heißt Chlor, das sind ja alles ganz, da kann man ja extra Videos machen. Das würde ich wahrscheinlich auch nochmal machen irgendwann, aber. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil viele Krankheiten entstehen im säurehaltigen Milieu. Also die meisten und auch nur Krankheiten entstehen im säurehaltigen, wenn es jetzt um körperliche Ernährungsdinge geht. Aber wie wir auch gehört haben von mir, muss nicht das auch die Rolle spielen, weil ich habe das alles auch gemacht gehabt und war auch sehr erfolgreich. Aber es hängt immer mit Körper, Geist und Seele. Es ist immer von jedem etwas, was eine Rolle spielt und wie man auch letztendlich auch gesund wird. Ja. Ja, wenn man Emotionen auch immer wieder unterdrückt in seinem gesamten Leben, dann speichern sich diese negativen Emotionen ja auch und dann können halt auch Krankheiten entstehen. Und das ist halt auch das, was die viele Menschen irgendwie gar nicht so verstehen, finde ich. Ja, aber wichtig ist auch immer, dass man grundlegend wisst, es passiert nie was im Leben ohne Grund und es hat alles auch seinen Sinn im Leben. Also so irre das klingt, auch wenn ich jetzt mit der Haut so zu tun hatte die letzten 8 Monate, ich will diese Zeit gar nicht mehr wissen. Also ich bin auch vielen Leuten da auch viel näher gekommen. Fühle mich viel freier und bin einfach, wie gesagt, viel, viel dankbarer in allem auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf die Zeit. Ja, spannend auf jeden Fall. Krasser, wirklich ein sehr krasser Weg. Krasser, sagt man das so? Ja. Krasser Weg, wie du da gegangen bist. Doch, würde ich schon sagen. Also, das ist schon, gerade auch mit 3 Nahtoderfahrungen, also das spürt halt immer noch so beim Kopf rum, weil das echt heftig ist. ja, krass. Und dass du es trotzdem immer wieder geschafft hast, wieder so fit zu werden halt, ne? Ja, also immer wenn die Zeit reif ist, dann spürt man das auch. Aber ich war noch nicht dran, sag ich mal. Es war noch nicht so weit. Nee, ist ja auch egal, aber. Ja. Ja, hast du denn noch irgendwelche Fragen mit Thema Ernährung? Sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Also okay. Also. Das ist echt, das ist eine richtig gute Frage. Da kann ich auch richtig weit ausholen, wenn du willst. Na dann, also, geht's. Also ich finde mal so, klar, wie man täglich lebt, also du bist, was du isst, finde ich sehr gut den Spruch, der für vieles passt. Und ich sage auch immer, für mich auch so, die Welt ist das, was sie ist und so, wie sie ist. Also nicht alles, aber als Beispiel, ne? Ja. Also ich finde mal, wenn man jetzt zum Beispiel, man schläft jetzt schön, man steht auf, ja, da habe ich mal in einem schönen Buch gelesen, also Stoppbuch von Andreas Campobasso, das heißt also Umkehr des Alterungsprozesses, das ist ein Hammerbuch. Geil. Ich finde, es gibt, und so günstig, und die gibt es schon so viele Jahre. Okay. Das ist ein Buch, der fasst Körper, Geist und Seele, aber mehr im körperlichen Bereich so gut zusammen und der hat so viele einfache Tipps und Tricks. Cool. Und der sagt zum Beispiel, wenn man früh aufsteht und das Erste, was man zu sich nimmt, das muss das Beste sein, weil das ist das Erste, was du an dem Tag zu dir nimmst. Mhm. Und da trinke ich zum Beispiel einen halben Liter Wasser und danach nehme ich Magnesiumchlorid zu mir, also ein Schnapsglas. Ja, geil. Das ist, also Magnesiumchlorid, das ist mit... Das den Darm nochmal so ein bisschen, ne? Das ist für alles gut. Ja. Das ist auch, meiner Meinung nach, das günstigste Ergänzungsmittel, was es gibt auf der ganzen Welt. Es gibt nichts günstigeres. Hast du eine Marke, die du empfiehlst? Ja, auf jeden Fall nur von Firma Wuwei, also Wuwei. Das ist ein Online-Shop, die sind die machen ganz viele spirituelle Kristalle und Kettchen, was man da eigentlich umbringen kann heutzutage. Und die machen alles auf irgendeiner Basis von
Och, irgend so ein Lichtbasis, aber das ist wirklich mit die beste Qualität. Das ist gut, dass wir über sowas reden, ja. Dass wir das mal kurz anschneiden, weil das viele gute Informationen und kurze Informationen sind für die Zuhörer und Zuschauer. Das wird ja alles heutzutage viel gepanischt und viel Mist verkauft, ja. Wenn ich zum Beispiel, also deswegen kann ich nur die Firma empfehlen, ich habe auch andere Firmen ausprobiert, das kannst du alles abhaken. Das ist genauso wie, du holst jetzt ein Stück Tofu, weißes Tofu von Rewe und holst den weißen Tofu von Firma Typhoon, ja, da stehen Welten sind da drin. Schmeckt man auch sofort, ja. Im Geschmack, in der Verdauung, ja. Es stehen aber dieselben Zutaten drauf auf beiden Verpackungen und es ist alles bio und vegan, ja, und es ist beides weißer Tofu und es gibt gewaltige Unterschiede. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt Gucci-Bären esse, hol mir die Bio von Amazon oder hol mir Gucci-Bären im Rohkostbereich von Firma Govinda, ja. Das ist der Wahnsinn. Das schmeckt ganz anders, ja. Es schmeckt und es sieht auch ganz anders aus. Das ist natürlich auch eine preisliche Frage, aber. Die sind doch mal so ein bisschen hart und so ein bisschen trocken, finde ich, wenn die irgendwo. Also wenn so hart und trockene Sachen, da muss man schon mal. Also wie gesagt, ich kann zu allem so viel Mist erzählen, ja. Also letztendlich so viel Informationen geben. Geil. Und dann beginnt mein Tag im Grunde dahinter weiter, dass ich das Magnesium nehme, dann meditiere ich erstmal, ja. Weil Meditation würde ich immer nur frühs empfehlen, klar auch abends, auch wenn man jetzt mal keine Zeit hat, aber frühs ist zum Beispiel, das ist deshalb gut, weil der Geist oder der Körper an sich, alles zusammen ist noch nicht so belastet, ja, man hat noch nicht so viele Eindrücke, man hat das Handy nicht gleich vor die Sichter und die ganze Strahlung, und das muss man halt immer ein bisschen beachten, ne? Am geilsten ist es, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, draußen zu meditieren, noch in der Sonne oder so, die Morgensonne, so dieser Morgen. Und dann ist der Geist so richtig schön leer, man hat ein bisschen was getrunken, einen halben Liter Wasser und Magnesiumchlorid, da hast du gleich die Nieren und die Nieren ein bisschen durchspült, ja, weil in der Nacht auch ganz viele Leberreinigungen, früh reinigt sich immer der Darm vom Energiezyklus immer automatisch, der Körper macht ja alles auch alleine. Und deswegen ist man früh so immer mehr sauer, also vom säurehaltigen Milieu immer mehr. Und da hast du gleich mal vorgesorgt. Und Meditation macht basisch ohne Ende und macht glücklich. Ja? Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Das Wasser, das Magnesium, da hast du schon mal so viel für. Und wenn du danach, nach der Meditation, ja, einen schönen grünen Smoothie trinkst, den du dir vorbereitet oder am besten frisch aus dem Garten, und dennoch trinkst und dann noch ein bisschen Yoga oder einfach mal einen Spaziergang machst für 20 Minuten, ja. Und das ist mir egal, ob du in einer Stadt wohnst oder so, ob du bist mal draußen unterwegs. Und wenn du so in den Tag startest, da kann kaum noch was schief gehen, ja. Ich hatte Zeiten gehabt, als ich noch nicht vegan kochen, so im Bereich da tätig war mit der Arbeit und so. Und da habe ich Zeit gehabt, da bin ich nachts um 3 aufgestanden, um früh um 7 auf der Arbeit zu sein, als Kommissionierer oder auf dem Bau. Weil ich habe meditiert, Yoga gemacht, ich habe sogar Kraftsport noch gemacht. Hab dann meinen Smoothie gemacht und alles, aber das war eine sauharte Zeit. Ja. Aber das hat mich über. Ich habe so viel. Und ich hatte vorher, ein Jahr vorher, da hatte ich so eine Rheumaschmerz, da konnte ich gar nicht mehr. Also, das war der Beweis für mich auch, dass das funktioniert. Man kann so viele Selbstheilungskräfte aufbauen mit Meditation und mit Ernährung zusammen. Ja, deswegen finde ich immer, beachtet auf jeden Fall mal alles zusammen im Leben halten, zusammenhalten. Und ja, und dann kann man im Grunde, mein Tag sieht dann so aus, dass ich, klar, dann kommt doch an, dann arbeite ich einfach so und dann beginnt mein Tag und abends auf jeden Fall ja immer wieder sich gut ernähren und wenn man mal Lust hat, auf was Süßes, dann macht man das, ja. Der Körper kann so viel ausgleichen, ja, und von ein paar Gummibärchen oder genmanipulierten Soja, wenn man darauf Bock hat jetzt, oder ich esse auch mal einen Wöhner, mit V geschrieben, ja, einen Wöhner, den esse ich auch mal, weil nicht nur, weil ich jetzt denke, oh, ich kann mir das leisten, weil ich habe jetzt genug Chlorophyll zu nehmen, aber man muss einfach. Manchmal hat man Bock drauf. Ey, genau, das hat einfach auch mit Leben zu tun, ja. Also, genau, einfach mal machen, wenn man Bock drauf hat. Natürlich, wenn ich jetzt merke, ich kriege nach dem Wöhner so, da wächst mir hier ein zweiter Kopf, ja, weil mir einfach, dann lasse ich ihn natürlich sein, oder wenn ich jetzt Lebensmittelallergien habe, bla bla. Es ist immer ein Thema, was man ansprechen kann. Ja. Man muss halt immer auf seinen Körper halt hören, ne? Was tut der gut und was genau. Nicht. Ja, so würde ich meinen Tag ungefähr mal ansatzweise beschreiben. Cooler Start in den Tag auf jeden Fall. Ja. So grüner Smoothie ist ja auch genau mein Ding. Ja. Liebe ich ja auch total. Auf jeden Fall merke ich, könnte mich hier stundenlang mit dir über sämtliche Dinge unterhalten, über so sämtliche Themen. Ja, Ernährung ist schon echt spannend, aber wie du schon sagst, es ist halt einfach nur eine Säule. Also das ist halt wirklich, das Gesamtpaket muss halt stimmen.
Und da muss man aber erstmal zu kommen. Also man, klar, man fängt immer mit einer Sache an, so Step by Step, und dann kommt es halt, ja, alles andere kommt dann auch. Und man merkt es halt einfach so, dass es Emotionen und der Rest, das ist halt so wichtig. Ja, ich sag mal, also Körper, Geist und Seele und auf jeden Fall in die Natur immer wieder gehen. Mhm. Ja, weil die Natur, die bietet einem alles. Also ich rede immer nur aus Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, die ich vorher immer für verrückt gehalten habe und so. Und das ist einfach so, dass, wenn man sich mal einen Tag ohne Handy an See setzt, auch wenn man Sonne nicht so verträgt, was ich umstanden habe, was das mit einem macht, ja, das ist der Hammer. Also wirklich, es gibt da so viele Dinge, die Natur bietet einem alles, wirklich. Ja, man kriegt so viel, und deswegen finde ich auch wichtig, dass man auch so viel auch wieder gibt, weil die gibt einem viel, ja. Und lässt du denn also Tage, wo du dann rausgehst in die Natur, lässt du denn dein Handy zu Hause oder machst du es aus oder nimmst du es dann trotzdem mit? Also ich nehme es auf jeden Fall immer mit, damit ich auch erreichbar bin, weil ich auch oft schon mal diese Situation hatte, ein Auto geht kaputt oder irgendwas passiert oder so. Es kann immer was passieren, ja. Und Handy auf jeden Fall immer erreichbar mäßig mit haben. Oder wenn ich jetzt weiß, ich muss doch ein bisschen was nachgucken, aber natürlich ist mein Hauptziel immer, sei einfach mal 3 Stunden wenigstens ohne Handy. Ja, einfach mal schön liegen und schön baden und so. Und natürlich ist die Gefahr, dass er mir das klauen, denn auch weniger, wenn es nicht da liegt. Ja. Also, wenn man in der Natur geht, dann versucht man, wie man mal wenigstens mal 2-3 Stunden mal einfach mal ohne Handy. Das ist einfach mal schön, weißt du? Total. Ja. Und dein Umfeld, wie hat das so auf dieses ganze Ernährungsumstellung und so reagiert und dass du jetzt meditierst und so? Ich meine, es ist ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das gerade als Mann, das ist ja schon nochmal was anderes. Ja, ne? Ja. Also, mein Leben hat vor 10 Jahren oder vor 7 Jahren so anders ausgesehen. Also, ich habe meinen Freundeskreis nicht mehr. Mhm. Meine Familie hat, ohne meine Familie, das hätte ich auch alles nicht durchgeschaut, weil die wirklich zu mir halten haben. Das ist auch nicht immer so der Fall. Mhm. Bei anderen Leuten kenne ich auch, dass sie. Gerade Familie sind da gegen irgendeine Veränderung immer total dagegen, weil sie halt auch von Generation zu Generation ganz anders groß geworden sind. Also unsere Eltern oder so, die sind ganz anders groß geworden, oder deren Eltern oder unsere Opa und Oma. Was war das für eine Generation? Das ist ja, da ging es ja nur ums Überleben. Und da waren Nachkriegsgenerationen. Boah, das ist ja eine ganz andere Zeit gewesen. Ja? Also deswegen hat sich heutzutage schon alles verändert. Also das finde ich auch wichtig, was du ansprichst, das Thema Freunde. Familie, also macht immer Dinge, die einem gut tun. Wenn ihr merkt, ihr verändert euch jetzt oder ihr müsstet, ihr machtet, ihr wolltet, es tut euch gut und ihr geht irgendwo, wie es ich, in einer Kneipe, wo ihr früher gewesen seid und da wurde halt Skat gespielt, zum Beispiel, oder wurde Billard gespielt oder Dart oder was man macht auch immer, oder ihr wurde gedaddelt, was man auch immer da macht. Oder, und das tut einem nicht mehr gut, weil da halt viel Alkohol getrunken wird, viel geraucht wird, da wird viel Fleisch auch gegessen oder. Da ist einfach eine Atmosphäre jetzt als Beispiel oder einer Disco, dann lasst es einfach sein, sonst vergeht ihr euch so dermaßen und euer Körper wird euch das sowieso so dermaßen spielen, weil vielleicht will er nicht mehr. Mhm. Vielleicht ist es aber auch nicht so, ja. Probiert es einfach aus, aber achtet immer im Außen, was tut euch gut, was tut euch nicht gut und klärt auf jeden Fall immer Beziehungen. Also ich habe früher den Fehler gemacht, wie würde ich heutzutage alles anders machen, ich habe das immer sehr geheim gehalten für mich, meine Veränderungsdinge. Ja, die immer mehr kamen, ich habe das immer nur für mich gemacht und das würde ich nie mehr machen. Also wichtig ist, ganz offen darüber reden, weil das macht ganz viel Energie frei. Ja? Man blockiert sich nicht, es staut sich nichts an emotional, das ist ganz wichtig. Offen darüber reden, weil die kriegen jetzt sowieso mit, die Freunde oder wenn man sich verändert, das kriegen jetzt sowieso mit. Ja, weil man strahlt sofort was anderes aus. Ja. Und also ganz, ganz offen über alles reden, was das Leben so einem so bietet, oder? und meistens ändert sich das auch automatisch. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich vegan ernährt, du ziehst auch irgendwie andere Leute, also Gesetz der Anziehung gibt es ja im Spirituellen noch, oder das Lola-Prinzip und so, man, so wie man ist, so zieht man auch die Dinge an im Leben, ja? Also mein Umfeld, also ich kann eigentlich so gut wie mit den Leuten, mit denen ich mich meistens treffe jetzt, sind alles Veganer, auch hier in Berlin. Ich bin so tief drin in der veganen Szene. Ja. Ich fühle mich da auch am wohlsten, aber ich treffe mich auch gerne mit alten Freunden. Aber das wird irgendwie automatisch immer weniger. Mhm. Und wie gesagt, ich habe das früher alles nicht gesagt. Das war ein großer Fehler auch meinen Freunden gegenüber, mit denen ich groß geworden bin. Das tut mir auch immer noch sehr leid, dass ich da einfach nicht den Arsch in der Hose hatte, einfach darüber zu reden. Ich war so blockiert mit mir selbst. Ich hatte Angst, immer verurteilt zu werden. Deswegen sage ich, das hat bei mir auch ganz viel Heilung gebracht. Ja.
Ja, ganz viele Ängste habe ich überwunden. Auf immer gingen viele Allergien gleichzeitig weg. Ja? Das ist krass, ne? Da hätte ich mich noch so glutenfrei ernähren können. Ich habe gar nicht mehr vertragen nach damals. Also es hängt alles immer von allem so ein bisschen mal zusammen. Das ist alles nur über was wir hier reden. Das ist ja wichtig für den Zuschauer auch, oder Zuhörer. Wir schneiden hier noch ganz grobe Dinge an. Also man könnte da noch viel, viel tiefer in die Materie und ja, mit klar. allen gehen. Ja. Das ist ja dann auch irgendwann auch zu viel und zu lang. Aber ja. Also von mir aus können wir auch noch mehr Videos machen, wenn du mal wieder hier bist oder so. Okay. Also so hoffe ich, dass ich irgendwie ein bisschen, also jetzt auch das jetzt ein bisschen mal angesprochen habe, ja. Aber man muss auf jeden Fall immer offen für die Veränderung sein, ja. Weil es gibt für viele Menschen kaum was Schlimmeres, als sich zu verändern. Also kaum was Schlimmeres. Ja, Sicherheitsverlust, ne? Also ganz, ja, ja. Für viele, die haben halt, also gerade unser Umfeld, hat dann meistens Angst, dass man sich von denen entfernt. Und dann, klar, reagieren die halt nicht so, wie wir es halt gerne uns wünschen würden. Ja, ja. Das ist halt so. Und wir nehmen das halt so wahr, oh mein Gott, wie schlimm ist das denn? Aber letzten Endes ist es auch nur, also hinter jeder Absicht steckt ja eigentlich was Positives, ne? Muss man ja auch immer irgendwie. Naja, kommt drauf an, was Menschen für Absicht haben. Aber eigentlich, also. Es gibt ja auch viel auf der Welt viel Kriminalität und diese Leute haben bestimmt nicht eine positive Absicht, aber so in unserem. Ja, die meisten Menschen, so, genau, klar. Genau. Wo wir uns abgeben, ist auf jeden Fall immer, sollte eine positive Absicht immer da sein, das wäre gut. Aber es ist immer wichtig, dass man auch sieht, man kann sich nur selber verändern und man kann sich auch irgendwo nur selber heilen. Das ist auch ganz wichtig, dass man das wirklich begreift. Ja, alles, was man im Außen kriegt, ob es ein Arzt ist, ob es ein Heilpraktiker, ob es eine Ernährung oder irgendein Coach ist, der gibt dir eine gewisse Unterstützung. Aber man macht letztendlich alles für sich selber und dadurch für andere. Ja? Und im Harz haben wir mal so gesagt, wenn das Fass von Lebensenergie und einer Erfahrung zum Überfließen kommt, dann willst du das und musst du das automatisch auch wieder abgeben. Ja, definitiv. Und deswegen, also ich bin an so einem Lebensmoment, ich will nur noch raus mit meinen ganzen Erfahrungen oder Themen. Ich will nur noch raus damit. Ja, so was hätte ich vor 2 Jahren noch gar nicht sagen können. Ja, da wollte ich alle nur für mich behalten. Ja, ja, und vor allem aus Angst damit rauszugehen, weil ich sowieso verurteilt werde. Ja, weil ich provoziere ja auch mit Absicht Dinge, die ich hier sage, da wirke ich ja auch viele auf viele provozieren. Ja. Man polarisiert ja auch automatisch, wenn man etwas anders macht als andere. Und ich passe mich sehr ungern der Gesellschaft an. Schon immer ist das so gewesen. Ne? Aber so eine gute Eigenschaft, weil man muss ja nicht mit damit rumschwimmen halt. Ne? Und ich fühle mich auch da auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass ich auch sage, ich möchte auch so eine Art Botschafter sein, der für sehr viele Informationen gibt, der viele Anregungen auch gibt, um umzudenken, nachzudenken. Einfach mal ein Andenken zu erregen, ja, etwas mal anders zu sehen, ja. Und dafür bin ich auch, sehe ich mich auch, ich habe viele Zusammenhänge im Leben einfach sehr gut verstanden, ja. Heißt aber nicht, dass mir jetzt irgendwie nie was passieren würde. Wissen ist auf jeden Fall Macht, und ist auf jeden Fall in Zukunft für die Menschen auch sehr, sehr wichtig, dass sie immer Informationen haben. Ja, und dafür ist es zum Beispiel so geil, so ein Podcast, Social Media Bereich, da können die Leute das kostenlos sehen. Überall gibt es heutzutage Internet irgendwo, ja, und das ist halt voll wichtig, also sich immer richtig zu informieren, wenn man irgendwie eine Veränderung, auch gerade im Bereich veganer Ernährung, und man kriegt auch meistens dann die Informationen, die man auch kriegen soll, von den Leuten, die einem noch sympathisch sind und so, und das wird ja auch überall viel Schindler betrieben, jeder hat eine andere Meinung zu jedem Thema, das wir hier angesprochen haben, hat jeder eine andere Meinung, und jeder hat auch Recht in seinen Dingen. Klar, es hat alles so seine Daseinsberechtigung, aber... Ja. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, so, ne? Wenn es nicht gleich die vegane Ernährung ist, dann was anderes, aber man ist happy irgendwie mit dem, was man tut. Ey, und das ist so das Wichtigste im Leben, immer glücklich sein. Das ist eigentlich das Hauptziel im Leben, sei immer glücklich und sei auch wirklich zufrieden und immer dankbar, egal. Das klingt jetzt wirklich hart, also ich war mit in den härtesten Situationen, die man so mitkriegen kann im Leben. Also man muss einfach dankbar trotzdem für sein, auch wenn so hart das klingt. Und einfach... Ach, schön. Das ist einfach, es gibt viel zu erzählen. Im Grunde, Cool, aber? Hast du noch eine Frage? Irgendwas? Möchtest du den Leuten jetzt noch irgendwas Besonderes mit auf den Weg geben? Also du hast ja jetzt schon alles, relativ viel gesagt, so, ne? Aber gibt es noch irgendwas, was du unbedingt in die Welt streuen willst? also auf jeden Fall, also in welchem Thema würdest du jetzt, Kann Ernährung sein?
kann nicht. Ja, also was ich vorhin schon ganz oft gesagt habe, finde ich eigentlich ja. wichtig, aber wirklich Körper, Geist und Seele. Und Seele soll man jetzt auch nicht irgendwie so verrückt sehen. Ja, Seele ist, ich meine einfach mit Seele Dinge, die einem Spaß machen. Wenn man jeder Mensch, es geht immer im Leben um Gefühle. Hm. Das ganze Leben dreht sich um Gefühle. Ja, jeden Tag hast du gute und schlechte Gefühle. Jeden Tag. Ja. Und das ist voll wichtig, dass man alles im Einklang bringt. Wenn man alles in Einklang bringt, dann macht man trotzdem nochmal die und die Erfahrung. Aber ich finde immer wichtig, dass man wirklich, ja, bringt Körper, Geist und Seele immer im Einklang. Ernährt euch gut, seid immer glücklich und zufrieden. Von mir aus, ey, wenn einer Kettenraucher ist und damit glücklich ist, dann leistet er mit seinem Konsum des Rauchens zwar natürlich einen schlechten Beitrag für die Welt, aber mit seiner Glückseligkeit, der erreicht ja so viele Menschen. Und das ist eigentlich noch wichtiger. Ja? Also wenn die ganze Menschheit glücklich wäre, wirklich jetzt, würde es keinen Krieg geben, dann wäre das im Grunde jetzt mal, das klingt jetzt wirklich krass, was ich sage, aber es wäre scheißegal, ob die Menschheit Fleisch isst. Ja? Wirklich, weil einfach, wir erschaffen unser Leben über den Geist. Mhm. Ja? Erst kommt hier oben etwas und dann kommt es in die äußere, ja? materielle ja. Welt. Ja? Ja. Und das, ja, und ich finde, ja, beschäftigt euch auf jeden Fall erst mit eurem Geist und dann schön reflektieren und dann macht eine Veränderung auf der äußeren Ebene, wie mit Ernährung und so. Das finde ich immer wichtig. Und seid immer zufrieden und glücklich und dankbar mit dem, was ihr habt und seid immer offen. Ganz offen sein für das ganze Leben und seid immer offen für Veränderungen, weil im Harz haben wir immer gesagt, das war sehr geil. Das ist das Letzte, was ich jetzt so sage. Es gibt die einzige Sicherheit im Leben, die es gibt. Das ist Veränderung. Das Leben ist immer in Veränderung. Ja, natürlich. Nie, klar. Nichts im Leben bleibt so, wie es ist. Da muss man einem immer klar sein. Weil viele Menschen sind ja unzufrieden, aus dem und dem Grund. Mhm. Aber die und die Gründe, es muss nicht immer so sein. Ob es eine Beziehung ist, ob es die Arbeit ist, ob es. Ich habe jetzt Physik. Man findet immer Gründe, unzufrieden zu sein. Aber ich sage jetzt mal, es bleibt nie etwas so gleich. Also ich habe. Und selbst weil ich jetzt alles laber, ja, das ist für mich auch immer noch ein Riesenprozess, jeden Tag das alles auch anzuwenden, ja. Das ist ja, nicht so einfach. Klar, also ich rede jetzt vielleicht, jetzt, das hier, oder man sieht das jetzt hier, das sieht das halt einfach aus, aber das ist es nicht. Ja, Theorie, Praxis sind immer zwei paar verschiedene Schuhe. Das ist halt so, klar. Ja, das ist, was ich so ja, geil. Ein bisschen von mir gegeben habe. Ja. Ja, mega cool. Geiles Schlusswort auf jeden Fall. Cool. Ja, dann danke ich dir für das Interview. Ich danke dir auch. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Total geil. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuschauer können damit ein bisschen was anfangen. Ja, auf jeden Fall. Die werden sich freuen. Wenn wir beide ihnen ein bisschen weiterhelfen konnten mit unseren Informationen, hat mir das wieder schon gereicht. Ja. Cool. Ja, sehr schön. Also ich danke dir auch, Annika. Ja. Machen wir aus. Du hast es hier aus, ja? Jo, jetzt ist aus. Also, na ja, dann. Würde ich hier im Video nochmal kurz sagen. Mensch. Da ist ja noch was, ne? Vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ja. Ja. Ihr wisst ja, Leute, gebt uns gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wir können alles Mögliche, was ihr wollt, in die Kommentare schreiben. Mir ist es egal. Ich bin da ganz, ganz, ganz frei. Aber abonniert gerne den Kanal, ja, wenn es euch gefällt. Und in der Videobeschreibung seht ihr ja dann, werde ich Annika überall so verlinken. Dann wird das, sie auch sehr aktiv auf Instagram, Facebook und Podcast. Ne? Genau, Podcast auch sehr. Und ja, werde ich alles auf jeden Fall verlinken. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst, ja, Annika. Und ja, von mir aus können wir wieder irgendwann ein Video machen. Sehr über, gerne. Über das ganze Leben, über Ernährung, über alles Energie. Wir können über alles Mögliche reden. Ich bin echt wär sehr dankbar. Also habe ich richtig Lust drauf. Machen wir. Auf jeden Fall. Cool. Keine Meinung. Danke dir, ne?